Hallo und herzlich willkommen bei Pantoffelkino, heute mit Anna und mit Moin. Volker. Hallo. So, wir drei sitzen mal wieder zusammen, um erneut einen Lebemann-Wunsch von unserem lieben Tobi aus London zu erfüllen. Ja, jetzt kommt der Film, wo ich Aaron Taylor Johnson zum ersten Mal wahrgenommen habe, kann ich mich erinnern. Mhm. Das war nämlich dieser hier, Kick-Ass, ein Film von Matthew Vaughn. Der ja jetzt, wie hieß sein neuer Film? Argyll, der Toilette. Argyll, genau. Den ich ja nicht so doll fand, aber deine Meinung war ja etwas positiver. Ja, wohl im Nachhinein bin ich auch ein bisschen in ihn ins Mittelmaß zurückpacken. Also die anderen Matthew Vaughan-Filme, Kick-Ass und Kingsman sind stärker. Genau, das stimmt, ja. Ja. Damit fing es aber an, diese Art von Filmen, die er ja, so gemacht hat. Ja, genau. Ja. Dann schauen wir doch mal kurz rein. Ein Superheldenfilm der etwas anderen Art, möchte ich mal so sagen. Unser Superheld, der sich hier Kick-Ass nennt, ist in der Tat ein bisschen ungewöhnlich, denn er hat überhaupt gar keine Superkräfte. Der junge Dave, der eigentlich eher ein bisschen nerdig ist und wahrlich nicht der coolste Typ an seiner Schule, er beschließt aber eines Tages tatsächlich einfach Superheld zu sein oder zu spielen. Er hat nicht den Körper dafür, er hat keine Kräfte und seine ersten Versuche sind auch ziemlich kläglich und gehen eher daneben. Aber dennoch, er erregt eine gewisse mediale Aufmerksamkeit und so langsam wird es besser und er macht sich einen Namen als Verbrechensbekämpfer. Und er bekommt Fans und Nachfolger, die quasi es ihm gleich tun und dann auch ins Superheldenkostüm schlüpfen. Und dann haben wir hier so etwas, ja, also jugendliche verrückte, merkwürdige Superhelden. Und er begegnet allerdings auch noch einem ganz besonderen Pärchen, nämlich einem Vater, gespielt von Nicolas Cage, der seine Tochter dazu erzogen hat, auch eine ganz harte Kämpferin und Killerin zu werden. Sie nennt sich Hit Girl und ist gerade mal 12 Jahre alt. Und gemeinsam räumen die beiden dann auf. Mehr oder weniger Hit Girl ist eigentlich die ganz klar bessere Kämpferin. Aber wie gesagt, auch Kick-Ass. Aaron Johnson steht sein Mann, sieht hier wieder ganz anders aus, eben, also nicht keinesfalls so der Frauenschwarm-Typ, sondern eben eher der Nerd so ein bisschen. Und oftmals auch so etwas hilflos und völlig unsicher in seinem Auftreten. Ja. Und der Film ist sehr brutal, er ist aber auch sehr rasant und witzig gemacht und war ein großer Publikumserfolg. Und der macht, also wenn man das ertragen kann, also jetzt, wenn da halt die Körper aufgeschlitzt werden und dass ein junges Mädchen also was tut, was natürlich auch wieder eine gewisse Provokation war, wo man einige vielleicht die Nase gerümpft haben, kann man damit viel Spaß haben. Und er hat wirklich viel Spaß gemacht. Das war ja die erste erfolgreiche Adaption der Comics von Mark Millar, der wirklich in diesen letzten 15 Jahren als einer der populärsten Comic-Autoren geworden ist. Also Kick-Ass hatte insgesamt 6 Einzelhefte, bei uns damals in 2 Sammelbänden erschienen. Das Interessante ist, dass bereits die Filmdreharbeiten begannen, als erst die ersten 3 von 6 Heften draußen waren. Die hatten ganz schnell die Filmrechte verkauft und waren sich des Erfolges irgendwie sicher. Mhm. Und war ja auch, und es ging dann aber auch so weiter. Anschließend hat Mark Millar ja nämlich das hier gemacht, den Secret Service. Das ist ja die Vorlage für Kingsman. Mhm. Der war dann noch erfolgreicher und hat ja noch 2 weitere Fortsetzungen nach sich gezogen. Und der Wanted zum Beispiel mit Morgan Freeman, Angelina Jolie, ebenfalls eine Verfilmung eines Mark Millar Comics, der halt diese Art von eigentlich lockeren, witzigen, komödiantischen Agentengeschichten oder Actiongeschichten macht, die aber eben durchaus eine überzogene Brutalität auch in sich haben, die natürlich dann aber immer so ein bisschen ins Abstrakte geführt wird. Ja, Kick-Ass. Man muss nicht klassischer Superhelden-Fan sein, um dabei Spaß zu haben, oder? Nee, genau. Also ich mochte den auch sehr, fand den sehr witzig. Dieser Matthew Vaughn-Humor, der später auch in Kingsman eben noch zum Tragen kommt, der vielleicht hier auch sehr deutlich. Mein heimlicher Held ist eigentlich Red Mist. Den finde ich total witzig. Christopher Mintz. Da finde ich auch den Schauspieler super. Oh nein. Es gibt ja auch den Kick-Ass 2 ja auch noch, 3 Jahre später. Das ist übrigens aber einer der Filme, den ich auch für unsere Sequel-Verbrechen genommen hätte. Den finde ich wirklich so viel schlechter als den ersten. Ach, den finde ich aber auch unterhaltsam. Nee. Der hat mir überhaupt ganz damit durchgequält. Aus Red Mist wird dann ja The Motherfucker, nennt er sich dann ja. Den zweiten Teil. Also das ist für mich ein klassisches Beispiel, wo beim zweiten Teil viel von dem fehlt, was im ersten gut war. Ich finde den ersten auch besser, aber ich fand den zweiten auch unterhaltsam. Ich fand die beide unterhaltsam. Nee, da bin ich nicht so gnädig. Ach, interessant. Das ist okay. Ja. Na gut. Ja, jetzt sind wir alle gespannt, was Anna sagt. Erstsichtung. Erstsichtung, ja.
Ich war positiv überrascht. Ich musste natürlich bei der Hälfte der Szenen irgendwie mal so machen, weil ich mir das nicht so ohne weiteres angucken kann. Aber ich fand halt auch, also ich mochte den Humor super gerne. Und ich fand auch einfach Chloe Grace Moritz einfach super gut. Ich habe mir auch ein bisschen Sorgen gemacht über ihr seelisches Wohlbefinden, also der Schauspielerin. Sie muss ja irgendein Coaching gehabt haben, wie man da so. Ich habe ja zu dem Film mit ihr gesprochen. Oh ja, damals, da bin ich gleich. Als sie 13 war, als sie gedreht worden war, 12. Ich habe nur gelesen, dass sie irgendwie gesagt hat, also wenn sie nur irgendwas davon im privaten Leben zu ihren Eltern gesagt hätte, wäre sie irgendwie, hätte sie Hausarrest, bis sie 20 ist oder also so. Also können wir, ich habe auch so ein lustiges Bild, wo sie wirklich so, also wirklich so ganz kindlich und sowas. Und dann vergleichst du das mit dem, was sie da im Film macht. Mutter war immer dabei, natürlich. Mhm. Und sie selbst darf den Film ja an sich nicht sehen. Ja. Also sie hat auch behauptet, sie hätte den fertigen Film nicht gesehen. Ob das stimmt, weiß ich ja nicht. Weil das, was sie da macht, also so wie es dann im Kino im Endschnitt aussieht, ist natürlich zu brutal für das Alter. Ja, ja. Aber nee, ich fand halt auch Nicolas Cage super. Ich fand den Bösen super. Also so als Setup irgendwie. Und und ich fand ihn als Held in Strumpfhosen, in Neoprenanzug, fand ich auch gut. Also was du ja schon gesagt hast, also diese eher atypische, wobei ja ganz viele eher so ein bisschen, also Bruce Wayne war ja jetzt auch nicht gerade, der war ja auch eher nerdig. Gut, der Batman ist natürlich das klassische Beispiel für einen, der eigentlich keine übernatürlichen Kräfte hat und trotzdem ein Superheld ist in dem Sinne. Ja. Ne? Aber es ist ja nicht so, dass er hier Hitzestrahlen verschießen kann oder mit irgendwelchen kosmischen Mächten da irgendwie ausgestattet ist und so. Nee, also insofern. Ich fand es vor allem sehr, sehr unterhaltsam. Und es war eben zu einem Zeitpunkt, als Nicolas Cage, glaube ich, noch mehr als heute eigentlich wirklich nur noch Mist gedreht hatte und eigentlich weg vom Fenster war, war das nach langer Zeit seine beste Rolle wieder, fand ich sogar. Ja. Da war er wirklich mal wieder richtig gut. Ja, ich hatte ja damals also mit beiden gesprochen und ich hätte bei beiden vielleicht nicht unbedingt erwartet, was für Karrieren die machen. Gerade auch bei Kinderstars ist es ja so, dass die dann oft verschwinden. Ja. Und Chloe Grace Moretz ist ja nun wirklich auch im Business als Erwachsene geblieben und gut dabei. Ja. Tja. Wunsch. Und wie kam er dir vor? Auch super, super entspannt und sympathisch. Mhm. Was ich interessant fand, ist, dass er damals, wir können das ja ruhig mit reinpacken, wir packen ja auch, sprechen ja auch ein bisschen über die Karriere an sich. Ne? Mhm. Wir haben heute Filme, die eigentlich alle eher so aus der früheren Zeit seiner Karriere kommen. Und mir ist auch aufgefallen, dass er in den letzten 5 Jahren kaum was gemacht hat. Also er soll ja vielleicht Bond werden, aber außer Bullet Train, wo er ja auch nicht die Haupt-, aber eine sehr coole Rolle hatte, hat er in den letzten 3-4 Jahren keinen nennenswerten größeren Kinofilm gemacht. Ich weiß gar nicht, ob er will. Und ich habe mir nämlich zu diesem, also in der Vorbereitung zur Sendung, nochmal das Interview von damals angeguckt. Und da hat er nämlich am Ende das auch gesagt. Er meinte, also er war ganz erstaunt, dass hier seine Partnerin, die Kleine, ganz genau wusste, dass sie in Hollywood Karriere machen will und dass sie dabei bleiben will, während er sich da überhaupt nicht so sicher war und meinte, das muss er erstmal abwarten. Also er weiß doch gar nicht genau, ob das ist, was er auf Dauer machen möchte. Mhm. Okay. Und jetzt hat er so eine Phase, wo er kaum noch Filme gedreht hat. Also das ist für mich so ein Zeichen, dass ich mir gar nicht so sicher bin, ob er das möchte. Ja, die beiden Töchter sind klein, ne? Die sind ja irgendwie... Ich wollte gerade sagen, es kann ja auch immer mit der Familie zusammenhängen. Das kann vielleicht damit zusammenhängen. Keine Ahnung. Er hat damals ja gesagt, ich kann ja mal kurz... Nein, ich bin mir überhaupt nicht sicher, ob ich weitermachen will. Es gibt zwar tolle Momente dabei, aber auch einige nicht so tolle. Wenn ich mir dagegen Chloe anschaue, die weiß genau, was sie will und hat offensichtlich eine andere professionelle Einstellung zu der ganzen Sache als ich. Ja. Aber vielleicht ist sie auch noch zu jung, um zu zweifeln. Ich dagegen zweifle ständig. Also ob das eigentlich ist, was er machen möchte. Naja, es hieß ja, dass Barbara Broccoli von ihm überzeugt war. Dann gab es ein Casting. Ja. Der würde ja nicht hingehen, wenn er kein Interesse hätte. Ne? Deswegen, das verstehe ich dann auch wiederum nicht. Wir hatten auch schon Eurovision-Vorentscheidsgewinner, die nach dem Sieg gesagt haben, sie möchten doch nicht zum Wettbewerb gehen. Nein, weiß angeblich nicht. Angeblich soll er ja 3 Filme unterschreiben. Vielleicht sind das zu viel. Vielleicht will er nur einen machen. Es war jetzt nur so Indizien. Ich habe festgestellt, er hat in den letzten Jahren nur wenig gemacht. Ja, das teilweise stimmt. Gar keinen Film in einem Jahr. Und ich habe dann jetzt im Nachhinein... Dieser Nocturne Animals, den haben wir schon mal besprochen, der ist schon 2018, da war der, ne? Der ist schon ein paar Jahre älter, ja. Und jetzt habe ich halt gerade erst wieder gelesen, dass er damals gesagt hat, er würde sich nicht sicher sein und ständig zweifeln, ob er halt echt dauerhaft das machen möchte. Deswegen nur.
Wir werden es sehen. Genau. Hoffentlich kommt bald die Antwort. Wir Bonn-Fans werden ja schon lange hingehalten, seit Jahren. Das war nur eine Filmkritik von vielen, die ihr in unserer Kinosendung anschauen könnt. Denn Kartoffelkino gibt es jeden Freitag auf Massengeschmack TV. Wir nehmen alles durch, was die Filmgeschichte hergibt. Von Stummfilmen bis Neuheiten. Alles ist dabei. Jo, einfach mal kostenlos testen.